Wie schon in Battlefield 3 gibt es in der Battlefield 4 Beta ein stationäres Flugabwehrgeschütz zur Verteidigung des eigenen Spawns. Interessanterweise muss dieses nun nicht mehr manuell bedient werden, sondern funktioniert vollautomatisch. Die CRAM beschießt Luftfahrzeuge jedoch nur dann, wenn sie auch gespottet sind. Man kann also mit einem Heli direkt vor der CRAM stehen. Wenn man nicht gespottet ist, wird die CRAM nicht schießen. Dasselbe gilt für Infanterie oder sonstige Bodenziele. Die CRAM schießt ausschließlich auf Luftfahrzeuge. Im Vergleich zu Battlefield 3 verursacht sie relativ geringen Schaden. In der Regel hat man genug Zeit, um noch abzutauchen, ohne dass der eigene Heli von der CRAM disabled wird. Wie auch in Battlefield 3 ist die CRAM unzerstörbar. Man erhält zwar Hitmarker, wenn man drauf schießt, man wird sie jedoch niemals zerstören können. Eine weitere Gemeinsamkeit mit Battlefield 3, das trifft jetzt auf die Siege of Shanghai Map zu, ist die Platzierung. Die US-CRAM ist deutlich vorteilhafter platziert und hat ein wesentlich weiteres Schussfeld als das chinesische Gegenpart, welches zwischen zwei Häuserschluchten eingeklemmt ist und somit ein sehr begrenztes Schussfeld hat. Das erinnert, wie gesagt, an die besten Battlefield 3 Zeiten. Hier hatte die US-CRAM meist ein sehr weites Schussfeld, wohingegen die russische Panzer in der Regel deutlich unvorteilhafter platziert war. Schön wäre es, wenn DICE in dieser Hinsicht noch nachbessern würde und die Flugabwehrgeschütze so positioniert, dass sie jeweils denselben Winkelbereich abdecken.